Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei LS19 auf Friedrich Marsch, Version 2.5. Ja, neuer Versuch für Düngenfeld Nummer 2 und zwar mit Gärreste. Und zwar nochmal neu programmieren. Kursgenerierung, Feld 2, rundherum 2. Bleibt so. Der erste nun gezeichnet, sag mal so. Ersten Wegpunkt, der bleibt auch. Wir speichern den mal gleich kurz ab. Gärreste. Feld 2. Hauptsache kommt es auch merken. 2, rot ist 36 Meter. Speichern deswegen, damit wir näher in der nächste Woche bei der Folge gleich weitermachen können. Sonst ist das näher wieder noch, gut, da muss man Helfer nehmen und dann wäre das mit Autodrive ungünstig, glaube ich. Ob es dann funktionieren wird, weiß ich nicht. Jedenfalls hier ist eingestellt, Gärreste und hier übrigens auch Gärreste. Gärreste, ja. Deaktiviert im Raumkernverband hier. 30 Meter. Einstellen, düngen. Wir stellen mal ein. Fahren wir gleich den ersten Meter mit und dann lassen wir reinfahren. Er hat ja beim Versuch gestern Nacht nicht alleine aufgeladen, wo er das machen müsste. Und jetzt düngt er hier vorne auch, wo er letztes Mal vorne angefangen. Wahrscheinlich habe ich auch da vorne angefangen, okay. Macht ja nichts, wir gehen gleich rüber. Ja, wir speichern mal ab. Gehe gleich mal rüber und zwar flüchten, springen. Ja, hier schön. pH-Bett ist gut. Dann können wir nachher mit Dünger ans Einsparen mit und dann dafür die Gäre zu verwenden. Ne? Das ist ja ideal. Ne? Hier der Unkraut wird dann ja schön unterflügen. Also unter Gruppen. Und wir fangen gleich mal an mit Feld Nummer 3. Wir haben ja jetzt später Sommer, Raps ist soweit. Dann müssen wir noch Feld Nummer 23 kalken. Und so viel Arbeit auf einmal, dass man nichts. Eigentlich habe ich das nicht gemacht, damit man im Prinzip eins zum anderen machen kann. Und das ist zurzeit, glaube ich, nicht möglich. Aber macht nichts. Das meistern wir schon irgendwie. Ich hänge aus. Hier ist gut. Hier hoffentlich auch. So, hier haben wir schon mal Gärreste ausgebracht. Das heißt, das sieht komisch aus, ne? Gut. Der braucht keinen Dünger nachholen, das ist nicht notwendig, der wird ausreichend sein. Also rechts kurz Feldmodus, also Düngermodus und Aussaatmodus. Kursgenerierung. Feld 3. Vorwände machen wir 2. Haben wir auch 3. Beim Wetten ist immer ganz gut, wenn er Platz hat. Dann müssen wir den gerne Kurs generieren. Automatisch. Ja, weich. Ich nehme ruhig weich. Das ist. Hier können wir ein bisschen mehr nehmen. Und wenn ihr Verluste. Scharf bin ich nicht begeistert, weil hier viele Ecken auch Bäume sind. Ne? Das ist ein bisschen ungünstig. Zurück. Den speichere jetzt ab. Ich weiß auch nicht genau wo. Ich mache einfach mal jetzt die Aussaat. So. Ja, dann Feld 3. Ich müsste mal eigentlich aufschreiben, wie ich es schreiben möchte, weil ich ja sonst in der Liste durcheinander komme. Und das ist das Thema Aussaat, das ist Feld 3. Und 15 Meter. Speichern. So. Einstellen. Mal gucken, wie er das so hinkriegt, ne? Weil die vorne sind keine Werte, okay. Und da gibt er nur noch ganz schön viel. Vorher war ja im Prinzip, kann man sagen,
wusste ja nicht, was wie viel raufkommt, ne? Was an der Menge Frucht kommt. Jede Frucht braucht eine andere Menge Dünger, ne? Und die Fahrer habe ich gedacht. Und der wird jetzt hier ganz gut düngen. Zeitlich gesehen 35, so lange machen die Folge nicht. Bringt ja nichts. So. So, hier ist unser. Können wir einklappen. Hopfen ist schön gewachsen, ist der reif. Mal, mal gucken. Ne, noch nicht reif. Rüben auch nicht. Wieso kann er keinen Punkt finden? Hat er so schön gemacht bis hier, ne? Und dann findet er keinen Punkt. Bestimmt wegen. Wegen der Ausfahrt. Da muss ich mal gucken. Runde muss er jetzt irgendeinen Punkt finden von Outreif und Kurs, den Randkurs, und dann geht es Richtung Feldrand. Und dann muss er zu BGH fahren und beladen Gäreste. Er hat ja hier mehrere Ausfahrten. Das ist dann hier in dem Fall da vorne geradeaus. Theoretisch, wenn nicht. Da kommt er normalerweise runter. Gut, er fängt hier wieder an. Jetzt kommt die Meldung. Na? Er muss ein bisschen rechnen, ne? Oder fährt er wieder einen Punkt, wo er aufhört? Einfach keine Ahnung. Das ist mir immer interessant, wie das funktioniert. Also es klappt ja bei Kalk, abends noch mal klappt, abends immer nicht. Und hier muss er halt den Punkt finden, wo er hin will. Ich kann mal gucken. Da eine Einstellung. Nächstgelegene. Standard. Nächstgelegene, ja. Und hier. Einstellung. Unser Traktor, das ist in Linie, das hat nichts damit zu tun. Weiß ich nicht. Und das ist ja hier. Experimentell. So, Abfahrerfeld. Ja, er müsste eigentlich hier hinfahren, ne? Schau mal. Ja, immer ganz gut, dass er überhaupt dahin fährt. Und nicht stehen bleibt. Denn so eine Arbeiten sollten eigentlich alleine funktionieren, ne? Wenn es nicht klappt, ja, dann müssen wir halt Grund auf Gärreste verzichten, ne? Also, beziehungsweise, naja, so viele haben wir ja nicht. Was wir noch machen könnten, könnte allein fahren und dafür mit einem Zubringer sorgen, ne? Dass wir da entsprechend Fahrzeuge hinschicken, die dann entsprechend per LKW-Ladung dann schon mal Gärreste hinbringen, ne? Das geht ja auch noch, ne? Ist der Halter auch ein bisschen größer, ne? Oder wir müssen die Jahreszeiten auf 9 Tage erhöhen, da haben wir Zeit. Wo wir alle genug Zeit haben, weil also im nächsten Jahr ist wieder ein bisschen anders, dann ist es wieder entspannter. Weil dann ist wieder nach und nach, dann ist hier Raps drauf, später die anderen Felder sind noch nicht mal, die müssten dann im Prinzip in knapp 4 Tagen, also in 5 Tagen beginnen mit der Aussaat, mit Weizen und Gerste. Und das hat dann ein bisschen Zeit. Gut, er fährt erstmal da runter. Jetzt müsste er eigentlich umschwenken auf BGH. Nordgäre ist das, macht er nicht. Fahrer zum Aufladepunkt. Oder ich muss es doch tauschen. Bin ich doch verkehrt? Bin mir jetzt echt unsicher, ne? Also ein logisch beladen ist da, ne?
Jetzt ist er ein bisschen sauer. Seid mal so ganz vorsichtig. Ach, jetzt geht er so. Jetzt mal gucken, ob das. Ob der das auch entsprechend jetzt belädt, ne? Das war interessant, da werden wir noch ein bisschen dabei bleiben. Das ist aber jetzt Klärwerk, Kollege, ne? Weiß schon, ne? Gut, er fährt durch. Nein, kannst du gerne hier. Klärwerk muss ja auch irgendwie erste haben, ne? Das sind die Kurse von Holger. Ich persönlich hätte gar nicht die Mühe, also die Muße, alles einzufahren. Doch trotzdem mal Dankeschön. Wo jetzt ein bisschen komisch gewesen, wo er lang gefahren ist, aber anscheinend geht es nicht anders. Ich habe es aber auch in dem Mal noch geändert, sonst wäre er vielleicht anders gefahren. Ja, Schweine sind wieder schlachtreif. Das heißt, da muss ich auch nochmal die Tage eine Ladung wegbringen. Ne? Die blauen Linien kann ich eigentlich löschen normalerweise. Schauen wir mal, wie das macht. Da werden wir noch ein bisschen gucken jetzt. Auf Feld 3 macht er ja noch ganz schön. Den mal wegmachen. Auf Feld 3 ist er nicht schön, die Aussaat. Bei. Klappt. Raps, Dünger, 80%. Rapspower nicht viel. Also Dünger ist dank der Gäre. Deswegen mache ich es ja, ne? Weil die Gäre ist ja für mich kostenlos und die sollte eigentlich gebraucht werden. Also entsorgt werden normalerweise. Normalerweise wird ja eine BGH die Arbeit einstellen, sobald die Gärreste Lager voll sind. Ja, logisch. Wenn die Klärgruppe voll ist, dann ist das Klo zu. Auf gut Deutsch. Ne, und das ist hier genau das gleiche, das muss laufen. Ne? Deswegen ist Gras gewachsen ein bisschen, weil die brauchen wieder ein bisschen Heu. Obwohl wir ein bisschen Heu haben wir ja noch. Also ich gehe mal von aus, dass wir ein schlechtes Jahr kriegen mit viel Regen. Das ist kein. Gut, wir haben auch die Heutrocknung, aber daher ist nicht ganz so dramatisch, aber das andere ist ja besser. Ne? Also preiswerter kann man sagen. Na gut, das lässt sich hier auch bezahlen, Anführungszeichen, ne? Geht ja nicht anders. Ich bin nur gespannt, ob er das auch entsprechend belegt. Das ist mir jetzt die entscheidende Frage. Er hat's. Ja gut, das konnte er nicht beladen, weil Zeichen war ja nicht abladen gewesen, ne? Da muss doch Feld die zweite Reihe sein. Und mal gucken, bei Fat Action hat auch so ein Feld gehabt, irgendwie, ist das so stimmt. Oder bei Holger, mein Tutorial, da ist es auch gleich erklärt. Aber die Logik sagt mir jetzt geladen mit Pfeil nach unten und abladen ist im Abkippmodus. Ne? Das kann nur oben das was beladen wird sein und das andere auf dem Feld. Oder ich muss da unten rechts, also hier, den hat nicht. Hier noch ein anderes Symbol haben, will ich jetzt aber nicht eingreifen. Ich möchte sehen, dass ich jetzt fertig kriege. Sobald wir Raps Hopfen haben, können wir wieder voll bei der Bierprüfung einsteigen. Aktuell ist das, glaube ich, ein bisschen eingeschlafen. Ich muss aber auch die Zeit finden, da entsprechend mal zu verkaufen. Wenn ich jetzt die 3-4 Felder Raps eingesät habe, dann haben wir wieder Zeit. Dann kann der normalerweise in Ruhe arbeiten. Wenn das so läuft wie jetzt, er fährt zwar langsam, aber er fährt. Und wenn das klappt, dann ist es perfekt. Ne? Die BGH ist etwas weit weg für das Feld. Ich muss jetzt mal aufpassen.
Fahrer einstellen. Er macht voll. Aber hier ist faul. Also hier ist jetzt... Eigentlich müsste der jetzt... Ach, das kann sein. Dass der jetzt im Prinzip später wieder der hier den aktiviert. Dann ist es okay. Ich will jetzt mal nicht eingreifen. Ich habe nur geguckt, ob wir da entlassen müssen. Falls wir da... Ja, deswegen gucke ich immer so, dass wir gar nichts irgendwo da was hinstellen, wo wir im Prinzip Fahrzeuge fahren müssen. Ne? Das ist dann äußerst ärgerlich, wenn dann immer diese Fahrzeuge die Fehler dann kommen. Blocking, so wie jetzt Maximum Mist, liegt aber daran, dass die BGH schon wieder voll ist. Müsste eigentlich beide BGHs bedienen. Ja, da habe ich eine Silage, das ist eigentlich auch voll. Sollte jetzt funktionieren. Hoffentlich kann man bis nächste Woche diesen Modus merken. Sonst ist das wieder, naja, ich sag mal trainieren, ne? Und dann die Fehler auch merken, ne? Ist ja keiner perfekt, wer ist auch keiner perfekt geboren, ne? Manchmal ist es so, dass man das nicht versteht. Warum auch immer. Und manchmal ist es auch so, dass das Programm nicht das macht, was man eigentlich erwartet. Ne? Das kann natürlich auch sein. Wo Outdrive mittlerweile schon sehr ausgereift ist. Ne? Also von... Das Spiel ist ja mittlerweile schon 2 Jahre alt. Und viele Mods, so wie jetzt Outdrive zum Beispiel, betrachte ich als einen sehr, sehr wichtigen Bestandteil in LS. Genauso wie Courseplay hat seine für die Felder an die Top-Helfer. Kann man nutzen, aber wie gesagt, ist nicht das das Rose. Also die Helfer brauchen eigentlich ein Feld, wo links und rechts breite Randstreifen mit Gras sind. Und das ist aber nicht realistisch, das macht kein Bauer, weil das Prinzip tote Fläche ist. Die will er nutzen, ne? Das ist ja auch alles. Er muss ja mit dem Fläche auch Geld verdienen. Und das heißt, da wird er nicht in dem Sinne die Fläche unnötig verwenden für. Klar ist Gras und Wiese auch wichtig. Ja, wie gesagt, wenn er auf einen Cent gucken muss, auf einen Euro, ne, dann muss er die Fläche haben, um da entsprechend meinetwegen Getreide zu verkaufen. Ne. Das ist ja leider so. Ja, bisher klappt das ganz gut. Also er fährt im Feld 3 Abfahr hin und dann müsste eigentlich Courseplay da wieder aktiviert sein. Ne? Er müsste jetzt dahin fahren, wo er oben vorher war. Also da kann er nicht rauffahren. Dann habe ich im Grunde verkehrt angefangen. Es wird besser, wenn man jetzt theoretisch automatisch hinschickt, dass er da anfängt, wo er rauffährt. Ne? Drückt jetzt ungünstig. Ne? Mal sehen, wie er raufkommt. Da sind Felder ohne Kram, ohne Brücke besser. Immer wenn alle Stränge reißen, dann mache ich hier ein bisschen Terraforming und mache hier zu, ne? Obwohl ich die Gräben als ein Bestandteil der Karte sehe, ne? Ja, und das ist jetzt nicht so, wie es soll. Es kann aber sein, dass er deswegen was nicht macht, aber wir machen hier mal auf den aktuellen, auf den nächsten Punkt. Er hat es aber geholt, ne? Und das hat schon mal funktioniert. Und dann seid mal tschüss, ciao, ciao. Und beim nächsten Mal wird er wahrscheinlich jetzt auch alleine hinkriegen, ne? Dass man guckt, oh, die Falle, wo ich eingegriffen habe, welche Änderung halt gemacht habe. Ne, hier vorne, sehr quasi bei. Sei mal schön, tschüss, ciao, ciao. Ich wünsche allen einen schönen Restsonntag. Wer Lust und Laune hat, um 15 Uhr kommt Kettel und Kopf. Da bin ich fleißig bei und dünge auch. Ne? Da ist es ein bisschen aufwendiger, sagen wir so, ne? Von der Berechnung her. Ne? Obwohl das hier auch schon
aufwendiger wird als vorher. Aber es ist, es macht halt spannend, ne? Aus. So, nochmal schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss, ciao, ciao. Und denkt daran, das Jahr hat begonnen. Macht keine Dummheiten. Tschüss.